Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir, aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ist das ein Animus? Moment. Weißt du, wie viele gibt's denn davon? Warte. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Bitte. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar... Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich
Dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch.
Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Schon. Naja. Und los. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Come on.
chiamo questa faccenda. Zurück! Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Babine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Bentrovato, dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Hübsch, hübsch. Schöne enge Hose. Komm, du Schildkröte. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern.
So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ist der betrunken? Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Figlio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um! Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Jetzt! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Fast den Master. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn?
Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera Vipazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist.